So, guten Abend wünsche ich euch. Ich bringe euch jetzt wieder ein Spiel vom aktuellen Thunderdome-Turnier. Und dieses Mal befinden wir uns bereits in Runde 2. Und das ist immer noch die Vorrunde. Ihr seht hier die Turnierübersicht, die für ihn einsehbar ist. Ihr seht auch oben die Internetadresse, unter der ihr das anschauen könnt. Und wie ihr seht, hat jeder Spieler genau ein Spiel gemacht und deshalb gibt es in jeder Gruppe zwei Sieger, zwei Spieler, die ein Spiel verloren haben. Aber noch nichts ist entschieden und wir starten heute in die Runde 2 und wir befinden uns in der Gruppe D. Heute spielen Ronor gegen Big Fat Chef und ihr könnt es sehen, Ronor hat sein erstes Spiel gewonnen. Er hat da die Druidin gespielt und kann die jetzt nicht mehr nehmen. Der Big Fat Chef hat den Araxian Crown Warlock gespielt, den alten Warlock, und kann den somit hier auch nicht mehr wählen. Das Spiel von Big Fat Chef habe ich das letzte Mal nicht aufnehmen können, deshalb bin ich jetzt froh, ihn heute mal aufnehmen zu können. Und dann schauen wir mal, wie die beiden sich in der Arena so schlagen. Ich verliere keine Worte. Wir gehen direkt ins Spiel rein. Und da sind die beiden auch schon. Und ihr seht, hier trifft Big Fat Chef als die neue Hexenmeisterin. Also er bleibt seinem Motto treu, Hexenmeister erstmal. Und er nimmt hier jetzt die neue Hexenmeisterin, Adramelich, Hexenmeisterin, und startet ganz klassisch für den Hexenmeister hier mit einem Mana-Kristall, dass die Mana-Sammlung auf 10 erhöht wird. Und der Schmiede weiter hinten, man kann sie auch weiter vorne hinstellen, sodass sie mehr von der Arena abdeckt. Aber das macht er hier nicht. Ist in Ordnung, denn die neue Hexenmeisterin ist eher nicht so auf den Nahkampf spezialisiert, sondern schießt doch mal gerne den einen oder anderen Feuerball in die Gegend. Und um das zu tun, muss sie jetzt natürlich nicht bis ganz in das letzte hintere Eck der Arena vordringen. Das geht auch bequem von der Mitte und da kann die Schmiede die Hexenmeisterin auch gut erreichen. Auf der anderen Seite haben wir Ronor. Und der spielt hier den Nekromanten. Das würde ich jetzt hier nicht unbedingt als eine klassische, aber doch eine ziemlich gute Eröffnung bezeichnen. Eine sehr weit voraus planende Eröffnung. Nekromanten haben normalerweise eher ihre untoten Armeen, um sie zu beschützen und auch um die in den Angriff zu schicken. Nekromanten wagen sich selten weit nach vorne vor. Von daher ist diese Platzierung hier der Schmiede vielleicht ein bisschen wagemutig. Die hätte auch ruhig hinten in die Ecke gehen können. Er startet hier mit zwei Zauberquellen. Einmal das Libro Mortuus und auf der anderen Seite die Schmiede der Schlacht. Jetzt ist aber die Frage, ob er genug Mana hat, um beide Zauberpunkte zu bedienen. Das sieht mir ganz danach aus, als würde hier jetzt ein Meditationsamulett gespielt werden, um die nötige Mana-Versorgung für diese beiden Zauberquellen zu bekommen. Jawohl, da ist es schon. Also Ronor wird hier die meiste Zeit des Spieles stehen bleiben wollen und spielt sich Ausrüstung von der Schmiede auf seinen Magier, die ihn dann auch hoffentlich schützen kann gegen die feurigen Attacken von Big Fat Chefs Hexen. Meisterin. Wir sehen hier den giftigen Zombie, der hier ins Spiel gebracht wird. Und er erhält den ewigen Diener Token oder Marker. Das bedeutet, falls der mal drauf geht, kann er nochmal wieder erweckt werden, aber auch nur, wenn zu dem Zeitpunkt genug Mana da ist. Und das ist relativ fraglich, dass das Mana da ist. Denn wenn hier beide Zauberquellen bedient werden wollen, ist das Mana immer relativ knapp und nur die Meditation sorgt dafür, dass hier wieder ein bisschen mehr Mana vorhanden ist. Jetzt sehen wir hier,
einen Zug von Big Fat Chef, den ich nicht so ganz verstehe. Er opfert eine volle Aktion, um hier die Dark Fan Fledermaus ins Spiel zu bringen. Die sieht ziemlich giftig aus, ist sie auch. Die kann nämlich Fäulnis hinterlassen beim Gegner, wenn sie angreift. Er hat es jetzt gerade noch mal gefragt. Ja, Fäulnis, das ist Gift und sowohl der Nekromant als auch der Zombie sind wie alle Untoten hier giftimmun. Das bedeutet, ihre gefürchtete Hauptangriffswaffe, nämlich die 33% Fäulnis, kann die Fledermaus hier überhaupt nicht einsetzen und sie ist sogar verzaubert. Wart mal ab, was das da bringen soll. Eine offensive Verzauberung auf der Fledermaus, das habe ich noch nie wirklich gesehen. Es könnte auch was ganz anderes sein. Hier könnte ein Verzauberungstransfer stattfinden. Also die Verzauberungen werden auf die Fledermaus geladen. Die fliegt rüber, transferiert die Verzauberung auf ein Ziel, wahrscheinlich auf den Nekromanten. Und dann könnte der Nekromant anfälliger für Feuerschaden sein. Der Nekromant hat natürlich die Möglichkeit, das dem entgegenzuwirken mit dem Schattenumhang, der ihn nur von einer Zone entfernt als Ziel angreifbar macht. Das ist immer eine ziemlich gute Verteidigung gegen Fernkämpfer, da man eigentlich nicht so nah an einen Nekromanten rangehen möchte, der schon ein paar Zombies oder Skelette auf dem Feld hat, denn die schlagen natürlich dann böse zurück, wenn man sich zu nah wagt. So, und ich vermute, das Meditationsamulett ist benutzt worden. Ronor sammelt jetzt stolze 15 Mana pro Runde, opfert aber dafür auch seine Aktion, also hat drei Aktionen, um 15 Mana auszugeben, was nicht schlecht ist. Er hat sich jetzt auch noch eine Verzauberung drauf gemacht. Kann damit rechnen, dass das eine defensive Verzauberung ist, denn das Einzige, was ihm hier passieren kann, ist entweder, dass seine Zombies schneller in den Boden gestampft werden, als er sie aufs Brett bringen kann, und das ist unwahrscheinlich. Oder dass sein Nekromant ins Gras beißt oder in die Steine beißt, und dem muss man natürlich hier entgegenwirken. Und da ist die eine oder andere defensive Verzauberung absolut ratsam, neben der Schmiede, die natürlich auch jederzeit nochmal einen Rüstungsgegenstand spielen kann. Big Fat Chef dagegen, der geht hin und benutzt den verzauberten Ring. Das deutet darauf hin, dass er hier noch die ein oder andere Verzauberung spielen wird. Hat ja mit der Fledermaus schon angefangen. Wenn jetzt noch eine Verzauberung auf die Fledermaus kommt, bin ich mir sicher, dass er da einen Transfer starten möchte, um irgendwas in der Hinterhand zu haben. Ronor spielt dann noch einen giftigen Zombie. Die giftigen Zombies, die sind ein ziemliches Ärgernis, wenn man gegen die spielt. Die haben nur 5 Trefferpunkte, sind allerdings unverwüstlich und erhalten nur Schaden durch kritische Treffer. Das heißt, selbst wenn man die mal eben schnell aus dem Weg räumen will, man kann auch Pech haben und überhaupt gar keinen Schaden machen. Und unterschätzen darf man diese Biester nicht, wenn man nämlich angeschlagen ist. Treffen die schon mit 3 Würfeln und haben 50% Chance auf Unrein, was im Endeffekt durchschnittlich 4,5 Schaden insgesamt sind. 4,5 für eine Level 2 Kreatur, das ist doch beachtlich. Und der erste Zombie rückt schon vor. Die können, da sie schwerfällig sind, auch immer nur eine Zone weit laufen.
Es ist den Zombies nicht möglich, noch eine weitere Zone zu laufen. Allerdings können sie in der einen Zone, in der sie ankommen, immer noch eine Aktion ausführen. Nur diese Aktion kann eben nicht mehr zum Weiterlaufen benutzt werden. Dieser Zombie läuft eine Zone und hält Wache. Und wir sehen es, die Fledermaus hat mittlerweile drei Verzauberungen und da sollte Rono jetzt langsam ein bisschen misstrauisch werden, was das da wohl jetzt ist. Keiner würde drei Verzauberungen auf eine Fledermaus benutzen, wenn sich da nicht ein gemeiner, hinterhältiger Plan mit verbinden würde. Ein einfacher Luftwirbel müsste hier schon genügen, um die Fledermaus zu töten und dann sind die ganzen Verzauberungen darauf auch hinüber. So, und hier wird jetzt das Idol der Pestilenz, Götze der Pestilenz, ins Spiel gebracht. Also alle lebenden Kreaturen, und dazu zählen hier mal nur die Gegner, also die Hexenmeisterin und die Fledermaus, erhalten einen Giftschaden am Anfang einer Runde. Das ist im Moment noch nicht so bedrohlich, hilft aber vor allem den Zombies, denn alle Ziele, auf die die schlagen können, die werden sehr wahrscheinlich verwundet sein und dann können die direkt einen weiteren Würfel im Angriff würfeln und so mehr Schaden austeilen. Diese Rüstung hier auf Big Fat Chefs Hexenmeisterin sieht mir ein bisschen voreilig aus. Bisher ist der nächstbeste Gegner noch zwei Zonen entfernt und sollte eigentlich nicht so schnell rankommen. Die Rüstung kann man auch immer noch in der Aufstellungsphase der Runde spielen, wo man den Schaden erwartet. Da könnte auch vorher noch ein nützlicherer Gegenstand gespielt worden sein, der unmittelbar was bringt. Gestern übrigens hatte ich ein paar Internetprobleme. Ich wollte ein Spiel aufzeichnen am Sonntagabend. Das ist mir aber leider misslungen. Und im Nachhinein ist es besonders ärgerlich, dass, wie ich finde, das beste Spiel der Vorrunde bisher war. GW hat gegen Lokeus gespielt und die beiden haben sich mit ihren Machtmeisterinnen gegenübergestanden. Ich werde das Spiel, das freundlicherweise Co-Shade und Sharkbait aufgenommen haben von Arcane Duels, das werde ich auch im deutschen Forum verlinken. Und ihr könnt euch oder ihr solltet euch vor allem dieses Spiel mal ansehen. Hin und wieder gibt es ein paar lange Planungsphasen, aber das ist auch klar. So viele wirklich intelligente Züge wie bei diesem Spiel sieht man selten. Da wird man immer und immer wieder überrascht, was in diesem Spiel alles passiert. Und ihr seht sogar Karten von dem neuen Battlegrounds Domination im Einsatz, wie sie benutzt werden können. GW zeigt das da sehr schön. Am Ende ist einer der beiden der glückliche Sieger. Ich möchte es jetzt hier nicht verraten, wenn ihr das eben auf der Tabelle noch nicht gesehen habt, möchte ich es euch nicht verderben. Schaut euch erstmal das Spiel an und dann könnt ihr noch was lernen von den beiden. So, wie entwickelt sich dieses Spiel hier jetzt? Beide sind hier jetzt auf Nummer sicher gegangen und haben mittlerweile zwei Rüstungen auf ihren Magiern. Rono hat das jetzt mit zwei günstigen Lederteilen gemacht, während Big Fat Chef schon vorhin die Drachen, den Drachenschuppenpanzer gespielt hat. Ich kämpfe da mal mit den deutschen Namen, denn ich habe sie auf Englisch verinnerlicht. Aber ich versuche die Deutschen zu benutzen, deshalb habe ich ja auch das deutsche Kartenpack installiert und kann euch die deutschen Namen hier direkt zeigen.
So, die Fledermaus jetzt mit 5 Verzauberungen. Also wenn Ronor wirklich hier diese Fledermaus in den Boden stampfen will, jetzt ist die Zeit. Allerdings schwierig wird es natürlich, wenn er ranläuft. Wow, und die Fledermaus fliegt ran und jetzt werden wir einen Verzauberungstransfer garantiert sehen. Und alle Verzauberungen werden transferiert. Denke ich mal. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Big Fat Chef hat 17 Mana gespart. Jede Verzauberung zu transferieren kostet, solange sie verdeckt ist, ein Mana. Das wären noch 13, wenn er alle transferiert. Enchantment Transfusion, ja, also jetzt hat er 4 Mana bezahlt, um alle zu transferieren. Ja, eine Verzauberung scheint nicht zu gehen und das verrät, glaube ich, so ein bisschen, was er da spielen wollte. Ja, die geht, die da geht auch. Warum bezahlt er wieder einen Mana? Ja, 4 Mana hat er schon beim Aufdecken von Verzauberung übertragen. Bezahlt, das muss er jetzt nicht nochmal zahlen. Sein Mana wird er noch gut besser investieren können. So, dann fragt er. Ja, also er hat mich jetzt hier gerade gefragt und es ist, wie ich vermutet habe. Also er wollte jetzt hier eine verdeckte Giftverzauberung auf den Nekromant machen und Octagon ist da so programmiert, dass das allein deshalb schon nicht geht. Man kann die Verzauberung also an jemanden, der giftimmun ist, überhaupt nicht anhängen. So, Mana hat er wieder, also ist jetzt auf 14 Mana, hat nur 3 Verzauberungen transferiert. Jetzt müsste es wieder stimmen.
Und jetzt kann er noch was aufdecken, wenn er möchte. Die Fledermaus kann natürlich nicht angegriffen werden vom Zombie, da die fliegt. Big Fat Chef könnte jetzt was aufdecken, denn Rona hat sich verzaubert. Er testet also, ob hier Nullify drauf liegt. Mage Bane liegt auf jeden Fall drauf, das heißt, Rona bekommt schon mal einen Schaden von dieser Verzauberung. Mage Bane ist keine Giftverzauberung, die ist Arkan. Ich dachte, es wäre Arkan. Sie ist dunkle Schule und direkten Schaden, einfach direkt ins Hirn, hat nichts mit Gift zu tun. Und von daher sieht fast aus wie Feuer, ist aber kein Feuer, ist irgendwie dunkle Schule, ganz böse und deshalb direkter Schaden. Ohne Gift. Und daher bekommt der Nekromant jetzt Schaden. Immer wenn er einen Zauber ausspricht, ist allerdings hier in diesem Fall nicht so effektiv, denn Ronor verwendet seine Hauptaktion zur Meditation. Und wie wir hier sehen in der Leiste, ist Meditation kein Zauber, sondern einfach nur eine Aktion. Und für Aktionen wirkt Mage Bane nicht, also der Magierfluch. Und von daher kann Ronor auch immer nur einen Schaden pro Runde bekommen, nämlich für seinen angewendeten Schnellzauber. Also Mage Bane gegen Magier, die meditieren, ist nicht wirklich so effektiv. Also im Moment hat hier Ronor ganz klar die Zügel in der Hand, denn Big Fat Chef muss angreifen und dann wird er in die Zombies laufen. Drei giftige Zombies haben wir schon auf dem Feld und ich vermute mal, jetzt wird noch der vierte kommen. Mehr gehen nicht, denn das sind Level 2 Kreaturen. Ja, negativer Effekt von Magierfluch ist übrigens auch, dass der Nekromant jetzt einen aufgedeckten Fluch auf sich hat und das bedeutet, dass die Magierfertigkeit der Hexenmeisterin zum Einsatz kommt. Ich zeige euch das mal, da die noch neu ist. Die Fertigkeit, die ich meine, heißt schwelende Flüche. Gegnerkreaturen erhalten das Merkmal Flammen plus 1, wenn ihnen einer oder mehr von dir kontrollierte, aufgedeckte Flüche angefügt sind. Einer reicht hier in dem Fall schon. Mit mehr Flüchen wird es dann nicht stärker. Flammen plus 1 ist das Maximum hier. Und das bedeutet, wann immer der Nekromant von einem Flammenzauber getroffen wird, wird ein Würfel mehr gewürfelt und darüber hinaus ist der Effektwurf auch um 1 erleichtert, also ein doppelter Effekt. Daher ist das schwelende Flüchel ziemlich stark und wenn jetzt Big Fat Chef mit seinen 22 Mana hingeht und hier anfängt die Feuerbälle auf den Nekromanten zu schießen, vielleicht sogar noch weitere Verzauberungen da hat, die ihn das erleichtern. Dann kann das schnell ungemütlich werden, wenn die Brandmarke auch ein bisschen vorteilhaft ticken könnte. Big Fat Chef sogar hier des Schadensrennen gewinnen. Molochs Folterqualen wird hier jetzt gespielt und damit kann einem Ziel, das einen aufgedeckten Fluch hat, gleiche Bedingung, ein direkter Schaden gemacht werden in der Aufstellungsphase. Und der Hexenmeister, die Hexenmeisterin verzaubert sich nochmal.
Mann, der kommt jetzt nach vorne. In dieser Runde wird er also nicht meditieren. Seine Hauptaktion wird zur Bewegung benutzt. Und vielleicht sehen wir hier jetzt noch was. Ein Zauber oder ähnliches. Er fragt jetzt mal, ob Big Fat Chef was aufdecken will. Immer noch zwei verdeckte Karten von Big Fat Chef auf Ronos Nekromant. Aber der bleibt erstmal cool und möchte hier nichts aufdecken. Ronor nimmt sich einen Schaden und das bedeutet, er wird hier einen Zauber spielen und auch eine verdeckte Karte auf Big Fat Chef. Ich glaube nicht, dass der zunichte machen hat und daher schluckt er erstmal diese feindliche Verzauberung. Und die Fledermaus. Die steht ja dann gerade goldrichtig und ist in der Position, hier den Nekromanten anzugreifen. Wie gesagt, Fäulnis kann hier nicht aktiv werden, aber ein paar Schadenswürfel, die kommen durch. Die Fäulnis wäre hier aktiv geworden, also die Fledermaus hätte sich durch diesen einen einzigen Angriff direkt schon mal ausgezahlt. Aber hier sieht es jetzt erstmal so aus, als dass nur zwei Schaden am Nekromanten angefügt werden. Und es sieht auch im Moment nicht so aus, als würden hier die Zombies die Fledermaus fressen können. Das heißt, die Fledermaus wird mal in nächster Runde eventuell nochmal zuschlagen und dann abstürzen, da der Götze der Pestilenz sein Werk tut. So, und jetzt wird hier ein Teleportzauber ausgesprochen auf die Hexenmeisterin. Wir hatten eben eine Verzauberung, die hat gecheckt, ob hier ein Zunichtemacher liegt. Das liegt nicht da. Und deshalb kann die Hexenmeisterin jetzt ohne Probleme teleportiert werden. Zwei Felder weit, sechs Mana sind gezahlt. Und jetzt ist die Hexenmeisterin in der Situation? Oh, das ist da ein Fehler. Rono, was machst du? Die kann doch mal weglaufen. Also hier in dem Fall sollte er auf jeden Fall den hinteren Zombie zuerst nehmen. Die Hexenmeisterin ist nämlich gehindert und kann nur ein Feld weiter wegbewegen. Das heißt, diese beiden Zombies können auf jeden Fall angreifen, aber der da hinten nicht. Denn wenn sie sich wegbewegt, kommt der hinten nicht mehr hinterher. Und ich denke, Big Fat Chef wird jetzt auch nach links laufen. Und jetzt wird Rona sehen, ah, verdammt, hätte ich doch den anderen Zombie zuerst genommen. Und jetzt wird hier der Elementar-Zauberstab gespielt. Da muss ein Zauber angehangen werden, ein Angriffszauber, und der kann aber auch immer und immer wieder benutzt werden. Ab nächste Runde, und wir sehen es hier, nächste Runde hat Big Fat Chef die Initiative und der kann hier mit den Zaubern loslegen. Man kann damit rechnen, dass das ein Feuerzauber ist, denn Feuerzauber werden hier verstärkt, einmal durch schwelende Flüche und eventuell durch noch andere Gegenstände, die hier gespielt werden. Und Ronor kann in der Aufstellungsphase hier mit der Schmiede nochmal vielleicht die gleiche Rüstung hier spielen, um den Schaden der Feuerzauber dann doch nochmal nach unten zu drücken. Wow, und hier haben wir jetzt das erste Unrein auf der Hexenmeisterin. Also wenn das so weitergeht, wird das ein ziemlich schnelles Spiel werden. Die hat nämlich jetzt schon 7 Schaden. Halten mit diesen Zombies ist übrigens nicht so effektiv. Nur wenn die selbst angegriffen werden, schlagen sie zurück. Aber ansonsten sind die
mit Plage nicht in der Lage, sich wirklich vor eine Kreatur zu stellen. Die sind einfach so klein, winzig, unbedeutend oder langsam, dass sie da keine Verteidigung aufbauen können. Big Fat Chef zahlt jetzt nochmal ein Mana. Hier dieses Molochs-Folterqualen-Amulett wird hier aktiviert. Ein Mana für einen Schaden. Und Rono ist auf 6 Schaden hoch. Hat Rono eigentlich den Schaden bekommen vom Teleport? Das muss ich jetzt mal gerade überprüfen. Jawohl. Hat er sich drauf gemacht. Magebane ist nicht automatisiert, das wäre ein bisschen schwierig, glaube ich, zu programmieren. Das muss man immer noch selbst machen. Wow, Big Fat Chef hat 23 Mana. Wenn hier Rono jetzt keinen Schutz rausnimmt, kann das ziemlich wehtun. Wenn hier zwei Feuerbälle einschlagen. Zwei Feuerbälle so geschossen, wie das Setup jetzt aussieht. Das wären 2x7 Würfel plus eventuell 2 Schaden von Mage Bane. Das sind, ja, 12 Schaden plus die Brandmarker, die eventuell rauskommen, plus die Fledermaus, die nochmal angreifen kann. Das könnten schon an die 20 Schaden sein. Wenn hier noch was aufgedeckt wird an Verzauberungen. Zum Beispiel Rust. Er hat gerade 2 Rüstungen. Wenn Rust aufgedeckt wird, dann sind es natürlich noch mehr Schaden, denn die Rüstung blockt nichts mehr ab. Chef könnte sich jetzt hier nochmal für den verzauberten Ring, den Ring des Feuerformens, spielen, dass seine Feuerangriffe nochmal um 1 erhöht sind. Das heißt, selbst wenn sich Rono hier die Anti-Feuer-Rüstung spielt, durch den Fluch, den er auf sich drauf hat, und durch den Feuerring, wird das Ganze mehr oder weniger aufgehoben. Und wenn hier Hawkeye noch aufgelegt wird, dann wird Big Fat Chef 7 Würfel würfeln, obwohl Rona seine Anti-Feuer-Rüstung benutzt. Also das kann ganz schön schnell ziemlich wehtun hier. Der reine Schaden vom Schlagen der Zombies, der wird hier durch die Rüstung verringert. Einzig gefährlich oder einzig nervig ist hier das Tainted, was man auch nur schwer runterbekommt, gerade als Magier der dunklen Schuhen. Hier ist der Ring des Feuerformens und der verzauberte Ring wird ersetzt, der wird nicht mehr gebraucht. Oh, oder ob du dir damit nicht eventuell ein Problem schaffst. Also Veterangurt, der blockt Schaden, allerdings hilft er nicht gegen Brandmarker. Gegen direkten Schaden der Brandmarke. Eine Rüstung wäre hier vielleicht meine erste Wahl gewesen. Ich weiß aber nicht, ob er sie im Deck hat. Das weiß niemand so genau. Schauen wir mal an, was der Hexenmeister hier noch für andere Flüche hat. Dämonischer Lohn. Dämonen können sich heilen, wenn sie auf Kreaturen schlagen, die in Brand sind, kommt hier jetzt eher weniger zum Tragen, da wow, warum hat er denn das gemacht? Wow, das war ein Fehler, Nick. Big Fat Chef hat versucht, das Libro Mortuus aufzulösen und das ist natürlich von einem Nullify gecountert worden.
Nullify ist nicht aktiviert worden durch diesen Transfer der Verzauberungen. Und jetzt hat somit Big Fat Chef eine ganze Menge Mana in den Sand gesetzt. Vor allem, es ist völlig egal, ob noch neue Dämonen hier ins Spiel kommen. Denn vier giftige Zombies reichen auf jeden Fall, um die eigene Welt in eine Welt des Schmerzes zu verwandeln. Da braucht man nicht noch mehr Zombies. Keinesfalls. Jetzt wird Big Fat Chef hier nach rechts gedrückt. Hat allerdings die erste Initiative. Das war wieder ein bisschen voreilig von Rona. Er hätte auch noch warten können, was hier passiert. Und jetzt schießt er den Feuerball auf Rona. Big Fat Chef schießt den Feuerball auf Rona. Da hätte er auch eigentlich zwei Feuerbälle schießen können. Da hätte er nämlich den Ring doppelt benutzt. Er hätte hier den Fluch doppelt benutzt. Und wenn er noch Rust aufweckt, das hätte richtig, richtig gut reingehauen. Was mich aber wundert, er bleibt stehen. Sehe ich das richtig? Er kann sich natürlich noch ein Feld wegbewegen. Oh. Also mit ein bisschen Positionierung kann man dem Schaden der Zombies relativ gut entgehen. Denn die sind, wie gesagt, Plage. Und man kann also, selbst wenn man in dem Feld mit einem Zombie steht, kann man einfach zwei Felder weglaufen und der Zombie kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Ja, seltsam, irgendwie die Attacke ist ins Stocken geraten. Ach so, er hat sie ja abgebrochen hier. Der Angriff wurde gecancelt und jetzt soll er es nochmal versuchen. Geht es wohl darum, wer hier welche Verzauberung aufdeckt bei diesem Feuerball, und da scheint es vielleicht einen Fehler gegeben zu haben. Ich weiß es nicht. Eben der Angriff wurde abgebrochen. So, das sind jetzt 9 Würfel.
Jetzt geht's. Jawohl. Jetzt rabbelt's in der Kiste. Endlich hat man es geschafft, den Feuerball zu schießen. Also ein Feuerball ist ein mächtiger Zauber. Der braucht dann schon mal so ein bisschen Beschwörungszeit. Und da kommt er angeflogen. Und wie der trifft. Mit 11 Schaden. Und jetzt ist die Frage, was wird noch aufgedeckt? Wird Rust aufgedeckt? Und jawohl, Rust wird aufgedeckt. Das sind die vollen 11 Schaden, wenn Ronor da nichts mehr dagegen tun kann. Aber der deckt Brace Yourself auf. Und das heißt, 4 Schaden werden hier abgeblockt. Also nur 7 Treffer. Aber immerhin. 7 und 8 auf den Effekt werden nochmal erhöht durch schwelende Flüche. Und das sind dann 9. Aber 9 beim Feuerball ist immer noch nur ein Brandmarker. Aber immerhin Treffer, über den man noch lange sprechen wird. Dem kann er seinen Enkel noch weiter erzählen. Aber ich denke, der Gegenschlag der Zombies wird hier auch ein bisschen böser ausfallen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss mal gerade nach oben gehen. Jawohl, er hat den Action-Marker benutzt. Er hätte sich auch noch ein Feld weiter wegbewegen können. Hat er nicht gemacht. Und ich glaube, jetzt kriegt er die Quittung, denn 4 Venomous Zombies im Angriff, das ist nichts, was man hier gerne erdulden möchte. Die machen durchschnittlich 5 Schaden. Natürlich, es wird durch die Rüstung verringert, aber das Schlimme ist unrein, denn unrein, das geht durch die Rüstung. Und wow! Das sind 3 Schaden und unrein. Insgesamt 6 Schaden. Zweimal unrein schon. Auf der Hexenmeisterin. Und der dritte Zombie. Also 2 Zombie-Angriffe hätte er hier, glaube ich, abblocken können, indem er sich einfach wegbewegt. Und hier haben wir nochmal 2 Schaden. Herr Big Fat Chef scheint hier. 2 Schaden. 1 Schaden. Ich habe mich verschaut. Drei Würfel hört, das stimmt irgendwie nicht. Ach so, oh, ich habe den Chat unterbrochen. Oh. Also, das hat doch gestimmt. So, jetzt kommt der letzte Zombie und hat ein bisschen Pech mit dem Unrein. Normalerweise hätte der mehr bekommen können, immer noch nur 2 Schaden. Und dafür, dass da so viele giftige Zombies angegriffen haben, ist das noch ganz glimpflich abgelaufen. Er hat nur wenig mehr Schaden jetzt drauf als Rona. Aber man darf da natürlich nicht die 2 Unreinmarker vergessen. Die reduzieren die maximalen Trefferpunkte jeweils um 3. Und das bedeutet, Big Fat Chef hat nur noch 27 Leben. Und von 17 bis 27, da muss man kein Mathe-Genie sein. Das sind nur 10 Punkte. Und das ist natürlich umso unangenehmer, da wir wissen, dass Rogor, habe ich ihn vorhin genannt, Ronor, tut mir leid, Ronor. Ich hatte am Anfang Ronor bei meiner Tabelle falsch geschrieben und seitdem habe ich irgendwie Rogor im Kopf. Ronor hat hier alle Trümpfe in der Hand, denn er hat den ersten Schnellzauber, den er anwenden kann. Und da gibt es ganz, ganz böse Dinge, die ein Nekromant tun kann. Zum Beispiel Drain Soul, Seele entziehen, noch 2 weitere Tainted Marker plus 6 Leben hier für den Nekromanten, was in dieser Situation vielleicht nicht verkehrt wäre. Genug Mana hat er jetzt. Und Ghoulrot wird noch aufgedeckt, also nochmal 2 Schaden für Big Fat Chef. Ich glaube, das war's jetzt, denn Big Fat Chef hat gar nicht genug Mana, um das Ghoulrot runterzunehmen, um sich selbst zu heilen, um den Zombies abzuwehren und gleichzeitig Schaden an Nekromanten zu machen. Das Ding hier ist gelaufen, zumal die Fledermaus jetzt tödlichen Schaden davongetragen hat. Die stürzt ab und zieht das nicht aufgedeckte Ghoulrot mit sich mit.
Quetschup versucht's nochmal mit Molochs Torment, Molochs Folter, Qualen. Ja, ich denke, das ist hier auf jeden Fall vorbei für Big Fat Chef. So ungeschützt und so bereitwillig darf man sich den Zombies hier jetzt nicht hinstellen. Zwei Rüstungen waren gut, aber unrein ist natürlich nochmal eine Spur böser und kann nicht durch die Rüstung abgeblockt werden. Wenn allerdings, nehmen wir mal an, Big Fat Chef hat 9 Mana, was kann er tun? Ich glaube, ich an seiner Stelle hätte hier auf diesen einen Schaden verzichtet von Molochs Folterqualen und hätte mir jetzt alles oder nichts nochmal für 10 Mana 2 Flammenschläge rausgelegt. Zwei Flammenschläge, die mit insgesamt 7 Würfeln einschlagen. 7 und 7 sind 14. Das ist fast genug, um hier erfolgreich zu sein. Mit ein bisschen Würfelglück und solange die Rüstung hier auf 0 bleibt, kann das auf jeden Fall was werden. Zumal hier auch noch ein Mage Bane liegt. Aber im Normalfall müsste Runa das hier jetzt mit einem kombinierten Angriff locker nach Hause fahren. Naja, Big Fat Chef hat nur 9 Mana, das heißt, für 2 Flammenschläge genügt es nicht. Und einer reicht auch nicht. Wenn man mal in dieser Situation ist mit der Adramelech Hexenmeisterin, dass man im Nahkampf, ja, ich sag mal, relativ schwach immer noch angreift, und dann nur mit dem Schnellzauber einen dicken Zauber schießen kann, eben seinen Mana so weit verballert hat, dann ist es schwierig, wenn man dann noch nicht gewonnen hat. Dann kann nämlich der Gegner sich mehr und mehr erholen. Wenn man allerdings Mana zur Verfügung hat, wie vorhin, 20 Mana oder so, dann kann das böse enden. Gehen wir mal von dem Fall aus, Big Fat Chef hätte jetzt nicht versucht, das Libro Mortuus aufzulösen für 10 Mana, sondern hätte 8 Mana für einen weiteren Feuerball verwendet. Was wäre passiert? Naja, wir haben gesehen, Rono hatte im Endeffekt 2 Rüstungen, glaube ich, oder 4 Rüstungen. Er hat ein bisschen Schaden. Er hat 4 Schaden abgeblockt. Von 11 Schaden 4 abgeblockt. Ein weiterer Feuerball, der hätte auch nochmal mit 9 Würfeln getroffen. Wenn er durchschnittlich trifft und 4 Schaden abgeblockt sind, wären das weitere 5 Schaden. Runor wäre auf 22 und wahrscheinlich ein weiterer Brandmarker. Das heißt vielleicht sogar 23 Schaden. Und dann könnte jetzt in der einleitenden Schnellzauberphase ein weiterer Feuerball das Spiel beenden. Aber da hat sich Big Fat Chef einen dicken, dicken Patzer geleistet. Einen Gegenstand, so einen teuren Gegenstand auflösen zu wollen, ohne vorher zu prüfen, ob hier ein Zunichtemachen liegt. Das, ja, das kann einem wirklich das Spiel kosten. Und ich denke, Ronor, das, was er jetzt tun sollte, um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich eben gesagt, Rono hat 17 Mana. Ach, er hat die Ghoul-Fäulnis aufgedeckt. Das hat ja auch wieder 6 Mana gekostet. Er hatte 17 Mana. Und mit Drain Soul, also Seele entziehen, heißt es auf Deutsch wahrscheinlich, hätte er hier auf jeden Fall was Besseres machen können. Denn Ghoul-Fäulnis ist nur effektiv, wenn es über mehrere Runden wirkt. Ich meine, man zahlt 8 Mana. 8 Mana. Und es hat jetzt gerade mal 2 Schaden gemacht. Und das hier ist sehr wahrscheinlich die letzte Runde. Also 8 Mana für 2 Schaden, das ist unterirdisch. Und das kann man natürlich viel, viel besser anwenden. Nämlich gerade für Drain Soul in der einleitenden Schnellzauberphase, ohne dass die Hexenmeisterin sich da irgendwie wehren kann. 6 sichere Schaden machen, hier auf die Tainted Marker 2 weitere draufsetzen und selbst das eigene Leben um 6 erhöhen. Das heißt, einerseits
den Gegner so unter Druck setzen, dass er wirklich mit dem nächsten Schlag draufgehen kann und andererseits sein eigenes Leben derart zu verlängern, dass selbst, glaube ich, mit zwei Feuerbällen das noch nicht sicher vorbei wäre. Und die Zombies machen natürlich den Rest. Es sei denn, Big Fat Chef opfert jetzt hier 6 Mana, um sich wegzuteleportieren. Da hat aber nicht wirklich was gewonnen. Arona geht ja jetzt auf Nummer sicher. Er hat zwar noch Rust drauf. Jetzt mit der Rüstung wieder 2 Rüstungen Veteranengurt. Das blockt auf jeden Fall 2 Schaden ab. Und die Flammenangriffe sind nochmal um 2 reduziert, also 7 Würfel. Jeff nimmt sich hier nochmal die Rüstung raus, während Rono jetzt ziemlich wenig Mana hat. Er scheint sich jetzt komplett auf die Zombies verlassen zu wollen. Gibt es aber nochmal eine Verzauberung. Ich vermute mal, die wird defensiv sein. Könnte nochmal ein Brace Yourself sein, um die Rüstung hier kurzzeitig auf 6 zu erhöhen. So, der erste Zombie greift an. Das ist der Zombie, der als ewiger Diener gekennzeichnet ist. Und ewiger Diener bringt nochmal ein Durchdringen für die Zombie-Klauen. Und deshalb werden hier 2 Schaden gemacht. Wieder Pech, kein Unrein. Und Big Fat Chef, der hat noch. Was sage ich? Der hat jetzt 2 Schaden bekommen. Ja, der hat jetzt noch 4, 5 Trefferpunkte. Und jetzt läuft er und schiebt erstmal alle mit der Machtwelle nach rechts. Das ist natürlich auch ein toller Angriff, wenn er jetzt Mana gehabt hätte, hier erstmal noch eine Flammenwand hinten dran zu setzen und dann alle durchzuschieben. Das ist ein unglaublich mächtiger Angriff. Kostet allerdings auch ziemlich viel. In der Kombination, wie es gespielt wird, nämlich 11 plus 7, 18 Mana, aber dafür einen heftigen, heftigen Schaden. Und das hier wird Rona vielleicht sogar ganz recht sein, denn in dieser Situation ist er auch wieder am längeren Hebel. Er kriegt zwar Schaden durch Magierfluch, aber Big Fat Chef, der hat auch Ghoul Rot auf sich, was ziemlich schmerzhaft sein kann, wenn das Spiel noch länger dauert. Die Zombies verfolgen jetzt natürlich die Hexenmeisterin und Big Fat Chef hat sich mit seiner Aktion jetzt da noch mal eine Runde rausgeschlagen, die das hier länger dauern kann. Hätte Rona hier ein bisschen vorausgeplant, hätte er, wie gesagt, Gulrot nicht aufgedeckt und er hätte hier keine Rüstung rausgenommen, einmal Drain Soul gespielt und dann jede Runde ganz einfach hier die Nekromantenfertigkeit, die er einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob er sie überhaupt bisher eingesetzt hat. Solchen Meister. Denn die Hexenmeisterin, die hat hier die Unreinmarke auf sich. Das gilt als Giftzustand. Und wann immer ein Giftzustand auf einem Gegner ist, kann der Nekromant im Prinzip das Gleiche machen wie der Hexenmeister mit Molochs Folterqualen. Big Fat Chef benutzt das hier immer ganz fleißig. Aber Runo scheint zu vergessen, dass er das Gleiche auch machen kann. 2 Schaden Ghoulfäulnis. Es könnte noch ein dritter Schadenspunkt sein durch solchen Meister. Dann wird es schon sehr, sehr eng. Ein weiterer Schadenspunkt und dann fehlt nur noch ein Schaden. Das bedeutet, wenn Big Fat Chef diese Runde es nicht schafft, Ghoulfäulnis runterzunehmen, dann stirbt er am Anfang der nächsten Runde auf jeden Fall.
Er muss sich im Prinzip Ghoulvollnis runternehmen und gleichzeitig Regeneration verzaubern. Dann hat er eine Chance, das hier zu überstehen. Quetschef in der Offensive kann hier nicht mehr so viel tun. Es reicht für einen Feuerball, aber ein Feuerball reicht nicht, um Ronor hier, der in der Ecke steht, zu verbrennen. Das reicht keinesfalls. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Ring der Flüche nur für Hexenmeister gilt, denn der Nekromant kann natürlich hier mit Ghoul-Fäulnis, Seuchenmeister und das ist ja ein Fluch, und es gibt noch weitere Flüche, die er benutzen kann, kann natürlich auch wunderbar als ein Fluch Nekromant gespielt werden. Das finde ich ein bisschen schade, dass der Ring hier nur für Hexenmeister gilt. Ja, als der Ring mit dem Grundset ins Spiel kam, hat natürlich noch niemand an den Nekromanten gedacht. Das ist ja erst eine Erweiterung gewesen, die viel später rauskam. Und man wollte einfach verhindern, dass der Ring hier von dem Zauberer der Priester oder dem Tiermeister gespielt wird. Also hat man nur Hexenmeister draufgeschrieben. Vorausschauender wäre es vielleicht gewesen, wenn man draufgeschrieben hätte, nur für dunkle Magier, also Magier der dunklen Schule. Dann hätte das nämlich auch Magier mit einbegriffen, die ein ähnliches Thema haben wie der Hexenmeister und denen Flüche ganz gut stehen. So, jetzt wird hier ein sehr, sehr defensiver Zug von Ronor gespielt, der Schattenumhang. Viele Nekromanten spielen den auch relativ am Anfang, wenn klar ist, jetzt habe ich so viele Zombies auf dem Feld, es ist unwahrscheinlich, dass sich der Gegner direkt in meine Zone oder die Nachbarzone wagt. Das heißt, ich spiele jetzt mal diesen Umhang, lasse die Zombies langsam auf den Gegner marschieren. Der Gegner hat dann die Wahl, okay. Gehe ich jetzt durch die Zombies zu meinem Gegner? Ich muss ja näher ran, um da irgendwie was zaubern zu können. Oder nehme ich Abstand und bekämpfe die Zombies, was natürlich ein enormer Zeitgewinn ist für den Nekromanten, der fleißig damit weitermachen kann, Zombies zu beschwören und dann das Spiel zu gewinnen, indem einfach die ganze Arena mit Zombies überflutet ist und eher dem Gegner die Angriffszauber ausgehen, als da die Zombies. Die Zombies draufgehen. Morgens Obelisk ist nicht schlecht gegen Zombies, denn als eine Beschwörung erhalten die Zombies da keinen Bonus drauf. Die Beschwörung lebt nämlich nicht und Gift blutdurstig wirkt, glaube ich, wirkt auf Beschwörungen. Lebende Beschwörung. Ich bin gerade gar nicht mehr so sicher. Ich gucke einfach mal nach. In unserem Online-Kodex kann ich ja nur mal Werbung machen. Also es gibt alle Regeln von Mage Wars auch hier zum Einsehen. Blutdurstig. Eine lebende Kreatur. Das heißt, es wirkt nicht auf Beschwörungen. Lebende Beschwörungen wie die der Druiden könnten allerdings
einen Unreinmarker bekommen. Giftzustände wirken auf lebende Beschwörungen wie Baum, Dornenwand oder Schlingpflanze zum Beispiel. Allerdings blutdurstig wirkte da nicht. Auch generell nicht gegen Pflanzen. Glaube ich. Und wieder muss ich was nachgucken. Blutdurstig. Ich wusste das mal. Eine lebende Kreatur, ja. Genau. Pflanzen können nicht bluten, das war's, ja. So, ja. Also, Ronor gewinnt hier, indem er dafür sorgt, dass er in den letzten Runden weniger Schaden bekommt als Big Fat Chef. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zuschaut. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und die nächsten Spiele werden auch garantiert weiterhin spannend bleiben. Ich verabschiede mich und sage bis bald. Die Woche über geht's wieder weiter.